Der Bahnstreik der GDL ist vorbei. Juhu, juhu, juhu! Leider zu früh gefreut, denn der nächste Streik kommt. Während die Verhandlungen zwischen Lokführern und Bahn wieder anlaufen, ruft Verdi bundesweit zum Streik im öffentlichen Nahverkehr auf. Auf was ihr gefasst sein solltet und wie es jetzt zwischen der Deutschen Bahn und den Lokführern weitergeht, seht ihr bei Das Thema, euren exklusiven YouTube-News aus Hessen. Wolltet ihr am Freitag mit dem Bus, der U-Bahn oder Straßenbahn fahren, dann solltet ihr umplanen. Streikmodus bei Verdi. Die Fahrer sind aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Auch hier, wie bei der GDL, fordern sie unter anderem die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Personalmangel, hoher Krankenstand und schlechte Arbeitsbedingungen seien Auslöser für die Unzufriedenheit. Und diese Situation ist ein bisschen wie ein Teufelskreis. In Hessen trifft der Streik vor allem Pendler in Frankfurt, Wiesbaden und in Kassel. Wie stehst du zu dem Thema Streik? Bist du Team Go for your rights oder Team nicht schon wieder? Schreib uns in die Kommentare. Immerhin, der GDL-Streik ist erstmal rum. Und das 16 Stunden früher als geplant. Einsteigen bitte! Auch für ihn eine Erleichterung. Kontrolleur und Kundenbetreuer Ibrahim Altuntepe. Es war sehr stressig. Wir haben halt den Unmut der Menschen zum Großteil mitbekommen, ja, dass man ja halt viele verärgerte Gäste hatte. Selbst in der Familie schon wieder Streik und so. Seit heute Nacht um 2 wird nicht mehr gestreikt. Ich muss sagen, ich bin auch tatsächlich so ein bisschen überrascht worden am Wochenende, dass die beiden Seiten, das war ja wirklich vergiftet und aggressiv, was da gelaufen ist, doch noch irgendwie sich an den Tisch gesetzt haben und überhaupt nur darüber gesprochen haben, dass sie wieder verhandeln. Aber weder die Gewerkschaft noch die Bahn verraten auch nur im Ansatz, wer oder was sie dazu gebracht hat. Der reguläre Fahrplan ist wieder gültig. Einschränkungen gibt es nur noch vereinzelt. Es geht weiter, aber schleppend und durcheinander. Rückblick. 120 Stunden lief so gut wie gar nichts auf den Schienen, dafür auf den Straßen, wie hier zum Beispiel zum großen Derby Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05. Der große Stau in Frankfurt. Und das schon einige Stunden vor Spielbeginn. Im Stau verliert mancher die Geduld und steigt einfach aus. Der Fahrer steht noch im Stau. Einer musste die Kröte schlucken. Großereignisse verlangen von ihren Besuchern viel Geduld. Zu den Hauptbetroffenen gehörte auch die Konsumgütermesse Ambiente. S-Bahn kam nicht, Züge fielen aus und für manchen Gast bedeutete das lange Märsche zu Fuß, weil vieles auch in der Stadt nicht klappte. Für viele Geschäfte am Frankfurter Hauptbahnhof bedeutete der Streik auch finanzielle Einbußen. Allein bei der Deutschen Bahn seien täglich Schäden von 25 Millionen Euro entstanden. Die großen Verluste für die Gesamtwirtschaft sind hingegen viel schwerer nachweisbar. Wenn es diese Auswirkungen tatsächlich gibt, dann müsste das ja auch hessische Unternehmen betreffen. Wir haben ein bisschen recherchiert in den vergangenen Tagen und tatsächlich kein Unternehmen gefunden, das größere Probleme hat. Weil der Güterverkehr in Deutschland zu 84,5% über die Straße läuft und nur zu 9% über die Eisenbahn. Nach 3 Monaten Streikzeit wollen GDL und Bahn nun 4 Wochen lang verhandeln. Bis zum 3. März also keine Streiks mehr. Friedenspflicht. Die GDL will unbedingt die 35-Stunden-Woche durchsetzen. Die müsse ja nicht sofort kommen, sondern peu à peu, sagt uns der GDL-Bezirksvorsitzende. Diese 35-Stunden-Woche wird nicht morgen umgesetzt werden. Ist auch utopisch, das zu denken, dass die Eisenbahnunternehmen das leisten können. Da sind wir verhandlungsbereit im Zeitraum, wann es dann endlich passiert. Die Bahn hat ihm und allen Beschäftigten jetzt schon einen Inflationsausgleich von 1.500 Euro versprochen. Für Bahnkontrolleur Altuntepe ist das Streikrecht wichtig. Es habe sich bereits gelohnt, sagt er. Doch ab Freitag geht's wieder los. Nach dem Streik ist vor dem Streik. Diesmal organisiert Verdi. Alle, die mit Bus oder U-Bahn oder Straßenbahn unterwegs sind, sollten sich darauf einstellen. Du willst noch mehr News aus Hessen? Dann lass uns gern ein Abo da.